Wir werden hier diese Formel von Thomas Bayes beweisen. Die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A unter der Bedingung Ereignis B mal die Wahrscheinlichkeit von dieser Bedingung Ereignis B ist genau dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von B, wenn A mal die Wahrscheinlichkeit von A. Um diese Formel zu beweisen, starten wir von der allgemeinen Formel einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit vom Ereignis A unter der Bedingung des Ereignisses B ist gleich zur Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Wir setzen dieses B von B links rüber, wo es multiplizieren wird, und so erhalten wir diese Formel. Jetzt starten wir von dieser Formel aus, die genau dieselbe ist wie diese da. Die Wahrscheinlichkeit von B, wenn A, das ist die Wahrscheinlichkeit von B geschnitten mit A, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A. Auch hier setzen wir P von A links rüber, wo es multiplizieren wird, und B geschnitten mit A, das ist genau dasselbe wie A geschnitten mit B. Somit erhalten wir diese Formel. Dieses erste Produkt ist gleich zu P von A geschnitten mit B. Dieses zweite Produkt ist aber auch gleich zu P von A geschnitten mit B. Also sind diese beiden Produkte gleich und es ist genau das, was zu beweisen war. Diese Übung ist schon beendet.